to the payphone next to the mall in Washington. Ja, und mit diesen Worten herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City. Das Ganze mit mir, dem Shark. Und ja, heute ist ein bisschen ein besonderer Tag. Nämlich genau vor einem Jahr gab es das allererste Video hier auf meinem Kanal. Und das war von dem Freelancer LP die allererste Folge. Ja, ich muss sagen, ein Jahr ist schon rum. Das ging verdammt fix. Und ja, mir macht es immer noch richtig Bock. Und ja, ich würde sagen, auf ein erfolgreiches nächstes Jahr, in dem hoffentlich jetzt ein paar mehr Spiele rauskommen und die ich euch präsentieren kann. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ich sage auf jeden Fall Danke an alle, die jetzt in dem Jahr dabei geblieben sind und die hier regelmäßig zuschauen. So viele sind es zwar noch nicht, aber ich freue mich über jeden Klick hier auf meinen Videos. Oh, die hat nur ein Bikini an. Alles klar. Ja, wie gesagt, ich freue mich über jeden, der hier reinschaut und Kommentare da lässt und sonst sich irgendwie äußert, sei es ein Daumen oder keine Ahnung, irgendwas einfach. Ich freue mich über jedes Feedback. So ist das, glaube ich, am besten gesagt. Und ich würde sagen, ich werde jetzt erstmal dahin fahren zu diesem Funk. Gedöns, was der uns gerade sagte. Das ist hier irgendwo, glaube ich, da bei dem Telefon. Das machen wir jetzt erstmal. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was das für Missionen waren hier. Was rennt der uns denn um? Der Pizzalieferant. Okay. Und der wäre, schalt ihn aus, bevor er seine Lieferung abschließt. Ja, alles klar. Habe ich eigentlich eine Wumme? Jawohl, ich habe eine Wumme. Aber nur 3 Schuss. Das ist nicht viel. Alles klar. So, erstmal Mucke aus. Ja, ich weiß jetzt wieder, was ich ja letztes Mal machen wollte. Ich habe schon eine ganze Weile kein GTA mehr aufgenommen. Ihr habt es ja auch gemerkt, dass seit der zweiten Folge hier nicht mehr so viel passiert ist in dem LP. Ich gelobe Besserung. Nur, ich hab's in einer Minecraft-Folge ja schon gesagt, ich bin derzeit, einfach zeittechnisch so eingespannt mit der Arbeit und allem. Und, ja, da bleibt das leider einfach etwas auf der Strecke. Alter, der fährt ja wie eine besenkte Sau. Schlimmer als ich. Komm! So. Nein! Ey, wie fix ist denn der? Ich will den da runterrammen. So. Wo ist er? Ist er das da? Ach, das ist er. Nein, jetzt habe ich ihn verpasst. Shit. Alter, jetzt fährt er da schon wieder weg. Ja, kriegt er jetzt gleich einen mit dem Schlagstock übergezogen. Ey, ich sollte auf den Radar gucken. Move your body! Jawohl, alles klar, machen wir doch. Dem schneide ich den Weg ab. Wir moven unseren Buddy. Und zwar in diese Richtung. Der verarscht mich, der Typ. Ah, der verarscht mich hammerhart. Jetzt komm her, du Sack. So, ich werde den jetzt nochmal runterfahren von seinem. Von seiner Vespa oder was er da hat. Dim. So. Ja, ach komm. Olle, aus dem Weg. Ich weiß gar nicht, ob das random ist, wie der ja die Dinger hier abfährt. Ich fahre hier wie der letzte Henker. Das ist nicht gut in so einer Mission. Aber der hat mal 26 Lieferungen. Einmal hatte ich den schon. So, jetzt ist das erstmal eine längere Gerade. So, da vorne, ich hab ihn gesehen. Ich hab sein. Ich konnte quasi schon an ihm schnüffeln. Da ist er. Boah, von der Stadt ist gleich nichts mehr. Oh, shit. Los, raus da. Wer ist Sadie? Komm, ich brauch mal bitte dein Auto. Ich brauch dein Auto. Ah, oh, Familienkutsche. Ja, alles klar, komm. Gib mal alle raus da. Ich muss einen Pizzaboten aufhalten. Ah, schon die passende Mucke dazu. Emotion. Oh, ey.
So. Alter, lass mich da durch. I should have walked away. Oh Gott, ich werde irgendwann von der GEMA einen auf den Sack kriegen. So, aus. Ich glaube, da packe ich irgendwie nicht mehr. Ui. Ich glaube, da packe ich nicht mehr mit dem Saftsack hier. Komm aus dem Weg. 14 Lieferungen noch. Ach du Scheiße. Ich könnte mir natürlich jetzt hier eine fixere Karre besorgen, aber das kostet alles Zeit. Alter, der verarscht mich sowas von hammerhart hier einfach nur. Fahr da rüber. Los, gib Gas. So, ich glaube hier lang. Und dann da über die Brücke. Das wird nix. Das wird absolut nix, diese Mission. Oh Gott. Ach komm. Geh mir nicht auf den Sack. Ja gut, ich würde sagen, haben wir schon mal einen Fail-Start hier hingelegt. Das Ding, das fährt sich aber auch wie eine Blechbüchse. Mann. Komm, das Ding sieht mir ein bisschen sportlicher aus. Auch wenn es jetzt wirklich vergebens ist. Nee, das wird nichts mehr. Der ist so weit weg einfach nur. Ich glaube, den Auftrag habe ich verkackt. Ich weiß auch nicht, ob ich den jetzt nochmal annehmen kann. Wenn ja, muss ich das Ganze mal anders angehen. Das war ja, glaube ich, hier in der Ecke, oder? Ah, okay. Ich kann den scheinbar nochmal annehmen. Warte mal. Shit, aber ich habe echt gedacht, was ist das denn für ein Sender hier? Ich habe echt gedacht, ich hätte ihn da erschossen. Carwash. Nee, Carwash will ich nicht. Ja gut, dann kriegt er damit direkt einen übergezogen gleich. Ah, ich weiß nicht, kann ich den damit ausschalten? Ja. Kann ich das abbrechen? Nein, kann ich nicht. Ja, ich weiß doch, was du uns erzählen willst. Under the phone. Mit F. F-O-N. So. Jetzt aber. So. Da guckst du dann oben auf die Sender, was da gerade los ist. Also nicht, dass ihr denkt, ich fahre echt auch so Auto. So, da ist er, da ist er, da ist er. Komm her. So, der ist... Nein. Und? Komm, jetzt machen wir erstmal hier deinen... Ja, was machen wir denn jetzt mit dir? Ich kann dich, glaube ich, nicht töten hier mit dem Ding. Jawohl, erfüllt. $500 haben wir bekommen dafür, dass wir einen Pizzaboten verkloppt haben und er lebt, glaube ich, sogar noch. Na, ja, guck mal, bin ich nicht nett? Ich möchte aber jetzt erstmal einen Ballermann. So, und den Ballermann, den gibt's hier. Then they get massacred. Oh, das hört sich schon mal gut an. So, was hast du für mich? Pistole wäre natürlich erstmal am günstigsten. Ne? Ach komm, ich kaufe jetzt erstmal eine Pistole. Okay, das zu dem Thema. Dann haben wir halt so ein Ding gekauft. Ja, gut. Nimm mal halt das Ding. Oh, das Auto ist aber schick. Dich nehmen wir mal. Mach mal Platz. Oh! Nein, gibt's nicht. Das ist mein Auto. So, auf das passe ich jetzt auch ein bisschen besser auf. Wo könnten wir denn jetzt mal hin? Wir könnten zu dem A. Wir fahren zu dem A. Da gibt's dann wieder einen Auftrag. Ui, der reagiert schon ein bisschen angenehmer. Ui. Steht auf einmal irgendwo auf der Straße. So. Ach komm, halt doch mal die Klappe hier. Ich mag das nicht, wenn im Radio so viel erzählt wird. Kennt ihr das? Ihr hört Radio und irgendwie sind so an 5 Minuten am Dauerquatschen. Und jetzt meine ich nicht die Nachrichten. Das ist so schrecklich. Und dann erzählen sie da über Gott und die Welt und och und hast du nicht gesehen und dies und jenes und was weiß ich nicht alles. Und och, ist das ätzend. So, warte mal. Das ist hier rum. Ach, das ist hier wieder die Baustelle. So, was gibt es denn hier für uns? Was gibt es hier Schönes?
So. Schlagende Argumente. Das ist natürlich das richtige Baustellenauto. Ah. Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. This guy's my new friend. I never had a friend with a weight before. Alles klar, wir sollen uns mal wieder umziehen, aber jetzt steigen wir mal auf der Seite ein. Er macht dann nämlich hier schön die Tür zu. So, was haben wir denn da? Ach, guck mal hier, wir nehmen... was nehmen wir denn? Nehmen wir den jetzt? Ach komm, wir nehmen den hier. Das war ein bisschen gefährlich, ja? Ach ja, wir haben ja wieder Radio auf dem Motorrad. Oh Gott, da spielst du den Quatsch mal... Ich glaube, 2 Wochen oder 3 Wochen lang gar nicht. Man muss sich schon wieder voll an die Steuerung gewöhnen. So, alles klar. Da vorne gibt's Anziehsachen. Wenn wir es bis dahin überleben. Ach komm. Jetzt wird sich erstmal umgezogen. Und dann catchen wir uns irgendein Auto. Jack Sport. Oh Gott. Nice ass, baby. Jawohl. Und jetzt zum Golfclub. Ach komm, dann nehmen wir doch gleich hier die passende Karre dazu, oder? Komm her, ey. Okay. Dann nehmen wir... Ach komm, hier Jeep fahren. So. Dich nehme ich. Und auf zum Golfclub. Ich habe irgendwie... Ich habe irgendwie Talent, ich klaue mal Autos, wenn die Polizei mir auf den Fersen ist. Toll, da hätten wir auch hinlaufen können. Was ist das denn? Hui. Oh, da steht ein Porsche. Oder sowas, was man Porsche sein möchte. Irgendwann mal. Wenn es groß ist. So. Und jetzt sollen wir da einen vermöbeln. Okay. Den da. Mhm. Okay. Keine Waffen erlaubt. Alles klar. Ja, und jetzt? Ah, okay. Ach so, aber den Schlagstock dürfen wir behalten. Nett. Jetzt nehmen wir uns erstmal hier das geile Golfcaddy. Machen hier die Mucke aus. Was ist das hier? Oh, Leben. Hä? Zählt das nicht, wenn ich da drüber fahre? Jawohl. Boah, ist ja weit weg. Gut, dass ich das Caddy genommen habe hier. So, nicht anders. Da oben ist er. Oh, jetzt sag aber nicht, ich muss die Wachen dann auch noch vermöbeln. Da wird das aber ein bisschen tricky. Deal with him? Ey. Okay. Wie machen wir das denn? Zack. Zack. Oh, aua. Arschloch. Rums, rums, rums. Immer schön auf die Mütze. So. Ich glaube, das ist schon fast ein bisschen Bug-Using betreiben, was ich hier mache, oder? So. Könnt ihr jetzt mal liegen bleiben? Ich muss gleich euren Chef noch einholen. Von daher, jetzt bleibt da einfach mal liegen. Okay. So. Das wird doch gerade was hier. So. Damit haben wir auch ein bisschen eine höhere Schlagweite. Dann können wir ihn jetzt hier auch noch mal hoffentlich rausholen. Okay, der will nicht. Ey, willst du mich eigentlich hier? Komm. Guten Tag, mein Freund. Okay. Ach, da steigst du aus. Dann steigst du aus. Dann kann ich dich jetzt zumindest auch vermöbeln. Zack. Aber ich glaube, ich kann nichts machen, solange der am Boden liegt, oder?
Nee. Rums, 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 Rums. So. Ja gut, dann vermöbeln wir ihn einfach noch. Solange bis der nicht mehr aufsteht. Ich glaube, der steht schon nicht mehr auf. Okay. So, ich nehme jetzt aber ein schönes Golf-Caddy. Hier, das blaue. Und der dreht da hinten seine Runden. Ah, alles klar, dann dürfen wir mal wieder fangen spielen. Ach, der haut ab, oder was? Oh Gott. Okay. Golf-Caddy, das sich selbst wieder aufrichtet. Hammergeil. Komm, fahr da hoch. Gelände-Caddy. So, ich hoffe, der haut nicht aus dem Golfclub hier ab. Das fände ich nämlich ziemlich uncool. Ernsthaft, hat der da jetzt... Der haut ab! Wie asozial ist das denn? Moment. Das finde ich aber... Ach, der ist entkommen! Ach so! Ja, Hammer. Weg. So, ich will ja noch den kleinen Ballermann. Oh. Ja, also, jetzt habe ich das schön angekündigt hier von wegen Geburtstagsfolge und hast du nicht gesehen. Ja, I'm a Soldier. Ja, da mache ich hier so einen Quatsch, ey. Mann! Ja. Ab nochmal. Das schaffen wir aber. Ich kann mich dran erinnern an die Mission. Die war damals schon nicht gerade einfach. Weil der ist mir immer abgehauen, der Saftsack. Also das ist mir, glaube ich, echt nicht nur einmal passiert. Na egal. Kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Ich glaube, ich bin gerade vollkommen falsch gefahren. Tatsache. So. Jawohl, um die Kurve und dann sind wir auch schon wieder an der Baustelle. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den passenden Fahrbahnuntersatz, um bei dem Golfclub vorfahren zu können. So, da fahren wir wahrscheinlich auch gleich mit 3 Polizeisternchen. Oh. Ich knock dich aus. Okay, jetzt kommt E-Event und... können wir halt echt nicht abbrechen irgendwie mit Tab oder ist... Ah, ne, Escape, hast du nicht gesehen. Steuerung. Hm. Ah, guck mal, können wir. So. Ach toll, jetzt haben wir wieder die alten Klamotten an. Ah, weg mit dir. So. War nicht letztes Mal nach dem Quicktime-Event... Ach, Quicktime-Event ist das doch gar nicht. Hier nach der Videosequenz, dass die Sternchen dann weg waren? Oder ist das nur bei einer erfüllten Mission? Kann das sein? Na ja, gut, aber die dürften ja dann jetzt weg sein, wenn wir uns umgezogen haben. Golfschläger haben wir schon mal. So, ja. Nice ass, baby. Jo. Alles klar. Ja, jetzt sind sie weg. Hm. So. Ich glaube, irgendwo auf so einer Insel, da konnten wir uns auch noch mal ein Häuschen kaufen. Das war auf jeden Fall hier auf so einer mittleren Insel. Das war, glaube ich, dann inklusive Helikopterlandeplatz und sowas alles. So ein Quatsch. So. Jetzt kriegt er auf den Sack. Naja, wissen wir jetzt. So, ich mache den direkt down. Dann werde ich nämlich jetzt einfach flüchten vor seinen Wachen. Ja, ja. Lass mal die Ballermänner hier. Wie machen wir das? Der soll ruhig erstmal... Ah, okay. Wir erhalten da automatischen Golfschläger. Das ist ja nett. Okay, jetzt ist ja auch kein Herzchen mehr. Finde ich schade. Ach komm, mach doch die Mucke aus hier. So. Ich werde mich jetzt nur auf ihn konzentrieren. Beziehungsweise, warte mal. Erstmal fahren wir jetzt hier seine Caddies weg. Ach komm. Ach schade, ich wollte den jetzt eigentlich versenken, aber... Naja, was soll's. Erstmal fahren wir jetzt hier die ganzen Caddies weg. Dauert zwar jetzt ein paar Sekunden, aber
dann hat der auf jeden Fall schon mal keine so schnelle Fluchtmöglichkeit mehr. So, na, vielleicht versenken wir doch noch einen davon. Zack, 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 zack. Gib Gas, Tommy Vercetti. Und den ganzen Tag Zeit. Ich glaube, der bleibt auch so lange da oben, bis wir das auslösen. Also die Mission dafür. Und dann macht er sich erst auf den Weg woanders hin. So, vorletzten. Ach, guck mal, warte mal. Hä? Kann ich den hier reinschieben? Konnte den auch gerade schieben. Hä? Ach komm, Arsch. Ach ja. So. Wir fahren ja einfach alle hier hin. Da ist ein schöner Platz. So. Wollen das Ganze ja ein bisschen taktisch hier angehen, ne? Warte mal, jetzt fahren wir den noch weg. Das ist ja schließlich unser Caddy. So, dich fahren wir auch mal hier dazu. So, und das Blöde ist, der eine Caddy, der steht verdammt nah dran. Mal gucken, ob wir uns den noch catchen können oder ob der dann schon sagt, ach, da sitzt einer drin von denen. Okay. Gehen wir mal hier hoch. Who is this guy? Boys, deal with him. Get him to that psycho. So. So. Jetzt ist nicht mehr lustig hier. Jetzt habe ich euch allesamt. Du stehst hier nimmer auf. Toll, hätte ich mir den Quatsch mit den Caddies wegfahren auch sparen können. Ist ja eigentlich ganz einfach hier. Ja, komm. Noch einmal und du dürftest hinüber sein, wa? Oder noch ein zweites Mal. Ich weiß es nicht. Er hält aber auch aus. Jawohl. Wo ist der Caddy hier? Ach, der fährt jetzt da spazieren. Ja, alles klar, dann mach du mal. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Irgendwas hätten wir kriegen können. Ach, scheiße. Irgendwas beim Golf-Caddy hast du nicht gesehen. Club links. Tja. Keine Ahnung, was es da gibt. Wir gehen jetzt erstmal hier weg. Toll, jetzt sind auch alle Caddies weg. Komischerweise. Mensch, ins Kinas. Egal. Wir kommen schon wieder zurück. Ach, guck mal, da gibt's auch Leben. Ui, gib Gas, Vercetti. Ich würde sagen, dann ist die Folge auch schon fast wieder zu Ende. Geht auch fix hier in GTA. Chris hat kaum was erledigt in 25 Minuten. Naja. Naja, naja. Kann ich mir jetzt irgendwo nochmal... Warte mal. Missionsinfo? Schnapp ich den hier mal hin. Fertig. Ja, das haben wir doch. Keine Ahnung. Nee, ich kann mir das, glaube ich, nicht nochmal anzeigen lassen. So ein Mist. Gucken, ob die wieder sauer auf uns sind. Ne, wir schauen mal nicht. So, meine Ballermänner. Ah, was ist das jetzt? Saubere Klamotten. Ach so, okay. Ja, das ist ja cool. Wir werden jetzt aber mal hier lang zurückfahren. Und uns mal langsam auf den Weg wieder Richtung Hotel machen. Wir haben ja leider noch keine anderen Speicherpunkte. Und dann war's das für heute. Von... Oh, ey, Kumpel. Ups, Entschuldigung. Ach, mein Gott, was das hier für Radiosender sind. So. Oh, da drängelt einer aber hammerhart hier, ey. Hui. So, jetzt mal ganz kurz hier einen Abstecher rein und dann sind wir doch schon an der Promenade hier. Wunderbar. Oh, da hat gerade irgendeiner irgendwen angefahren und ist sogar stehen geblieben. So wie man das ja eigentlich machen sollte. Kennen wir hier gar nichts. So, wo ist denn das Hotel? Da ist das Hotel. Der standardgemäßen Limo davor. So.
Hey, ich wollte euch gar nicht umfahren. So fies bin ich nicht. Auf jeden Fall, Leute, ich sag danke fürs Zuschauen. Danke, dass ihr jetzt ein Jahr schon dabei seid oder auch kürzer, je nachdem, wann ihr den Kanal hier entdeckt habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht auch mal den Kanal einfach weiterempfehlt oder wie auch immer, dass wir ein bisschen mehr werden hier in der Community. Und bis dahin, ich sag ciao, bis zur nächsten Folge GTA Vice City oder Minecraft oder Freelancer oder was ihr gerade sonst noch schaut hier auf dem Kanal. Macht's gut, Leute. Ciao.